Moin, willkommen zum neuen Let's Play Dragon Age Origins. Wir starten mal ein neues Spiel. Wir nehmen mal die Anfangssequenz. Ich habe es damals nicht sehr lange gespielt. Ich weiß auch nicht warum, warum das lag. Warte mal, ich muss kurz was zu trinken holen. Er lebt ja gerade. Komm her, trinken. Das ganze Zimmer laufen hier. Die Kirche lehrt uns, dass es der Hochmut der Menschen war, der die dunkle Brut in unsere Welt brachte. Die Magier wollten den Himmel an sich reißen, doch sie haben ihn vernichtet. Sie wurden verbannt und durch ihre eigene Verderbtheit verflucht. Sie kehrten als Monster zurück, als die Ersten der dunklen Brut. Als Verderbnis fielen sie über die Länder her, unaufhaltsam und unerbittlich. Als Erstes fielen die Königreiche der Zwerge. Und aus den tiefen Wegen griff uns die dunkle Brut immer und immer wieder an, bis wir kurz vor der Auslöschung standen. Kamen die grauen Wächter. Männer und Frauen aller Rassen, Krieger und Magier, Barbaren und Könige, die grauen Wächter opferten alles, um dem vorrückenden Dunkel Einhalt zu gebieten und siegten. Dieser Sieg liegt Jahrhunderte zurück und wir stehen weiterhin Wache, beobachtend und auf die Rückkehr der dunklen Brut wartend. Doch die, die uns einst Helden nannten, haben vergessen. Wir sind nur noch wenige und unsere Warnungen wurden zu lange ignoriert. Ist es vielleicht schon zu spät. Denn ich habe selbst gesehen, was am Horizont lauert. Erbauer, steh uns bei. Das Spiel ist schon ein bisschen älter, wie ihr seht, von der Grafik auch her. Aber ich wollte mal wieder mal spielen, beziehungsweise mal euch zeigen nochmal. Vielleicht habt ihr ja Interesse daran. Die Wahl deiner Herkunft entscheidet darüber, welche der sechs verschiedenen Einleitungsgeschichten du spielst. Deine Wahl beeinflusst außerdem, wie andere Charaktere während des Spiels auf dich reagieren. Ja, was im Volk? Mensch, Elf und Zwerg. Meistens nämlich so Elfen immer, weil die meistens so in der Natur gut auskennen. Und die können meistens auch gut heilen. Mal gucken. Andere gibt es hier leider nicht. Der Versklavung durch die Menschen haben die meisten Elfen ihre Kultur verloren und fristen ihr Leben nun in den armen Vierteln der Stadt der Menschen. Nur die nomadischen Stämme der Dilish klammern sich noch an ihre Traditionen. Sie leben mit dem Bogen und nach dem Gesetz ihrer alten Götter, während sie den alten Wäldern durchstreifen und nirgend anders willkommen sind. Ja, Rassenboni, 2 Willenskraft und 2 Magic. Was hat der hier? Klugheit, Geschicklichkeit, der soll nicht mehr, aber hier nur einmal ein Punkt. Das ist eine Durchschnittsklasse. Und das ist hier 1 und 2, ne?
gegnerische Magie zu widerstehen, 10%. Naja, es wird sie bestimmt noch ausgleichen. Gab es nicht noch mehr hier irgendwie? Schurke, Magier und Krieger. Naja, Schurke hört sich besser an. Sind fähige Abenteuer aus sämtlichen Bereichen des Lebens. Du, als da alle Schurken über gewisse Talente zu öffnen, von Schlössern aufspüren, von Fallen auf Verfügung stellen, sie wertvolle Mitglieder jeder Abenteuergruppe dar. Duellant, Assassin, Waldläufer, Bade. Waldläufer sind mehr so hier jägermäßig. Darauf will ich auch hinaus, wie immer. Und sonst kann man hier nichts nehmen hier unten. Dann machen wir bei dem offen, ne? Er hat nur einen hier, was ist das denn hier? Und der kann die anderen machen, okay. Dalysh-Elf, du bist stolz über deine Rolle als einer der wenigen wahren Elfen und hast immer angenommen, dass du dein Leben bei den Stammen verbringen würdest, bis zu völlig entdeckten Relikt aus der Vergangenheit deines Volkes droht, dich von allen fortzureißen, was du niemals so... Das ändert nur ein bisschen das Aussehen, ne? Das eine ist ein Einhand, also ein Bogenmann, und das andere ist ein Schwertmann, ne? Schwertkämpfer. Nehmen wir den hier. Da ich auf Bögen stehe. Was? Grüße. Voreinstellungen. Dann was willst du? Ein Haarzopf hier? Rötliche Haare. Naja, mehr so, ne? Das sieht so strohig aus, aber besser als das. Das sieht so ein bisschen hier edler aus. Da können wir gleich mal separat noch ändern. Na, die ja, da gefällt mir nicht sowas. Wenn wir mal hier separat erstmal Haut. Hautbeschaffenheit. Bisschen dunkler, bisschen heller. Das ist hier ein ganz... der sich jeden Tag wäscht. Machen wir ein bisschen dunkler, ne? Hautfarbe kann man ein bisschen dunkler. Na, so gelblich, ne? Na, machen wir wieder weiß hier so ein bisschen. Die soll ein bisschen europäisch aussehen. Tattoos. Keine Tattoos. Naja. Dark und dunkel. Ich bin zwischen dem und dem hier, nehmen wir den hier. Tattoofarbe. Rötlich. Nehmen wir die Farbe da, ne? Die ein bisschen dunkler ist, dass man auch schon sieht hier. Tattoo-Intensität. Das kommt sichtbar. Machen wir ein bisschen sichtbarer. Die Haare, ganz wichtig. Am besten von der Seite. Ja, die könnten ein bisschen Augen stören, ne, bei der Sicht, wenn man damit genau zielen möchte. Ne, das wird ein bisschen abgelenkt dann. Kann man sich nicht so konzentrieren. Das sieht doch gut aus, ne? So ein bisschen nach oben. Schon fast meine Frisur. Aber ich habe nichts da oben und so. Naja, das ist nicht so meine Frisur, aber man könnte ja schon mal langsam da hingehen. Ne? Das sieht hässlich aus so. So, Geheimratsecken. Na, nehmen wir die eine, die mir so ein bisschen gefallen hat hier. Die sieht ein bisschen so jugendlich aus. Haarfarbe. Na, ein bisschen dunkler. Machen wir so... weiß. Naja, sind wir zu alt, ne? Machen wir blond oder machen wir ein bisschen rötlich? Das ist zu rötlich. Nehmen wir die hier. Augenbrauen. Dreh dich um, mein Kleiner. Also die erste Folge wird hier nur mit hier dem Einstellung wahrscheinlich sein, bevor wir spielen. Mal gucken. Ja, nicht so buschig. Da guck, wir sind grimmig, na egal. Augenbraue Farbe kann so bleiben, ist identisch mit dem anderen. Oder? Nee, das ist zu rötlich, ne? Ja, nehmen wir die hier. Die sieht ungefähr so identisch aus wie mit unten. Jetzt kommen die Augen dran. Augenform. Die erste sah am besten aus. Augengröße. Na, so in der Mitte lassen, ne? Sieht besser aus. Augenabstand kann ein bisschen...
so sein, ne? Sieht schon wieder fast wie ein Mensch aus. Augenhöhe kann so bleiben. Augenfarbe. Wer so eine Haarfarbe hat, hat meistens entweder blau oder... Hä? Also keine Farbänderung hier. Was ist das denn? Die bleiben schwarz. Ah, diese Augenhöhe jetzt hier. Mist. Augenfarbe. Da ändert sich gar nichts. Immer so. Brauentiefe, Brauenhöhe kann so bleiben. Nasenform, die kann auch so bleiben. Die gefällt mir irgendwie so. Nasengröße kann bleiben, Nasentiefe, Nasenhöhe, Nasenbreite, dann Nasenlöcher können auch so bleiben. Lalalala, Nasenspitze, wie sieht die aus? Die sieht auch vernünftig aus, die kann man so lassen. Die Mundhöhe, Lippengröße, Mundbreite, Überbiss, Unterbiss. Das kann man so sehen, das ist Unterbiss, das ist Überbiss. Aber wir machen ein bisschen normaler, dass es ein bisschen gut aussieht. Ich wollte die Mundwinkel nach oben machen, aber es geht leider nicht. Wangenknochen, da können wir ja auch so lassen. Sieht ja schon ganz gut aus. Kinn, Tiefe, die kann ein bisschen höher sein, ne? Ach so, nee, es ist hier so. Man könnte natürlich auch spitz machen, aber es sieht ja hässlich aus. Ich bin nicht so ein Typ, der von hässlichen Typen angetan ist. Kinnbreite, Kinnhöhe, war das hier? Ja, genau, die wollte ich ein bisschen niedriger haben. Da muss auch die weibliche Person ja attraktiv sein, ne? Und nicht nur hier Nacken, Ohren. Ohrenhöhe kann so bleiben, das sieht gut aus. Nackenstärke. Das ist ja die Kinnstärke. Naja, gut, beides zusammen hier, ne? Lassen wir so, sieht ein bisschen besser aus. Porträt. Kameraentfernung kann so bleiben, das Porträt und die Stimme. Mein Zauber hat nicht funktioniert. Und? Alles in Ordnung? Grüße. Grüße. Ich bin definitiv entzückt. Hallo. Grüße. Das hört sich am besten zu dem Herrn an hier. Lassen wir mal den Namen da stehen. Schnelles Spiel, weiter. Ja, Waldläufer. Bisschen Stärke könnt ihr noch gebrauchen. Geschicklichkeit auf jeden Fall für Schlossknacken. Willenskraft. Magie weniger. Klugheit und Konstitution. Konstitution steht für Gesundheit und Widerstandsfähigkeit des Charakters. Das ist auch ganz wichtig für mich. Und weiter. Überleben. Fähigkeit. Benötigt 10 Klugheit. Die habe ich ja schon. Giftherstellung. Was haben wir noch hier Schönes? Dann haben wir hier oben Manipulation. Kann man hier bestimmt hier die Charakter genug, um andere davon zu überzeugen, ihre Ansichten zu ändern. Stärke lässt sich stehlen. Fallenbau. Kräuterkunde, um sich selber zu heilen. Kampfausbildung. Der Charakter hat die grundlegenden, wodurch Krieger und Schurken nun Zugriff auf Waffentalenten der ersten Stufe erhalten. Ja, das brauchen wir. Und weiter. Zwei Waffenhandausbildung. Unfairer Kampf haben wir schon. Und zwei Waffen. Bogenschießen. Bogenschießen mache ich gerne. Nahkampf. Und schneller Schuss, zielen, defensiver Schuss, benötigt 12 Geschicklichkeit, Kampfausbildung. Im Kämpfen auf engstem Raum hat der Bogenschütze gelernt, auch auf nahen. Das lernen wir mal hier. Und was haben wir hier unter der Gürtellinie, unfairer Kampf, das sind die Schurkendinger hier, zwei Waffen. Ah, zwei Waffen bin ich nicht so der Freund, bin mehr vom Bogen der Freund, wie gesagt. Meisterbogenschütze, festhaltender Schuss. Suchst deinen Gegner mit einem Schuss auf dessen Beine außer Gefecht zu setzen. Scheitert der
Scheitert der Gegner bei einer Prüfung einer körperlichen Widerstandskraft, wird er festgehalten. Ansonsten wird seine Bewegungsgeschwindigkeit verringert. In diesem Modus aktiviert setzt der Bogenschütze auf Schnelligkeit statt Durchschlagskraft. Machen wir das hier langsamer werden, ne? Machen wir leicht. Leucht. Ja, wollen wir mal beginnen hier. Ist die erste Folge schon hier komplett mit Einstellungen gewesen.